Alles Wichtige aus Ihrer Region. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei RON am Dienstagabend. Ein wichtiges und großes Thema heute, der Parteiwechsel der Mannheimer Bundestagsabgeordneten Melis Segmen, Lydia, denn aus Grün wird Schwarz. Und die weiteren Themen. Das U-Boot U17 hat heute den nächsten Schritt auf seiner Reise vom Technikmuseum Speyer nach Sinsheim geschafft und wurde am Naturhafen Speyer auf eine Schwimmplattform transportiert. Wir waren dabei. Außerdem ist heute der baden-württembergische Lärmaktionsplan für dieses Jahr vorgestellt worden. Mehr dazu und weitere Meldungen des Tages gleich in unserem Nachrichtenüberblick. Und im Sport stellen wir heute das neue Trainergespann des SV Sandhausen vor. Das und noch weitere Themen heute bei RON. Viel Spaß! Das ist ein politischer Paukenschlag. Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Melis Segmen wechselt von den Grünen zur CDU-Fraktion. Das kommt nicht nur überraschend, sondern ist auch eine Seltenheit. Zuletzt gab es solch eine Änderung des Parteibuchs vor 28 Jahren. Bereits heute hat Segmen an einer Sitzung der Union teilgenommen. Über die Hintergründe berichtet Mara Benkert. Mehr als 12 Jahre verbrachte die Mannheimer Politikerin Melis Segmen bei den Grünen. Jetzt wechselt sie mitten in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Union und Grünen in die Unionsfraktion. Beweggründe sollen unter anderem die grüne Wirtschaftspolitik sein, aber auch der Politikstil der CDU. Auf Instagram äußert sich Segmen selbst zu ihrem Wechsel. Hinter dieser Entscheidung steht ein langer Abwägungsprozess. Ich habe festgestellt, dass meine Vorstellung darüber, wie und mit welchem Stil Politik gemacht wird, sich weiterentwickelt hat. Für mich ist diese Entscheidung ein Schritt nach vorne. Die Union begrüßt den Wechsel der ehemalig grünen Abgeordneten. Schon heute Nachmittag hat Segmen als Gast an der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag teilgenommen. Kreisvorsitzender Christian Hötting begrüßt den doch eher ungewöhnlichen Parteiwechsel. Wir freuen uns natürlich als CDU Mannheim und ich als Vorsitzender der CDU Mannheim sehr, dass die Melis Segmen den Schritt zu uns gegangen ist. Wir haben in Gesprächen mit ihr herausgefunden, dass es sowohl inhaltlich als auch menschlich ganz viele Übereinstimmungen gibt. Und insofern sind wir natürlich sehr froh auch über eine bundespolitische Verstärkung der CDU Mannheim. Die Grünen-Fraktion ist dagegen von der Entscheidung der Bundestagsabgeordneten enttäuscht und fordert Segmen nun zum Verzicht ihres Mandats auf. Viele Mitglieder haben schon Wahlkämpfe für sie gemacht und haben sich ihre Freizeit damit vertrieben, für Melis auf die Straße zu gehen, aber für ein grünes Programm und eben nicht für ein CDU-Programm. Deshalb ist da, glaube ich, schon auch bei einigen Mitgliedern, die sich da auch sehr engagiert haben in den vergangenen Jahren, Enttäuschung da. Auch in Mannheim macht der Parteiwechsel seine Runden. Ich finde es eigentlich schade, dass sie zu der CDU gewechselt hat. Aber wir sind in einer Demokratie und da kann jeder machen, was er will. Und vielleicht hat sie sich politisch dann nochmal neu orientieren möchte. Gut, ich denke, in der großen Koalition oder in der Ampelkoalition gibt es sehr viel Streit, was die Wirtschaftspolitik ausmacht. Wenn sie sich jetzt so entscheidet, dann so it be. Ich kapiere es nicht ganz aus dem Grund, dass es ja grundsätzlich ganz andere Einsätze, die bei der CDU erklärt werden und bei der Grünen, was die Partei eigentlich darstellen. Segmen hat türkische Wurzeln. Ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Für sie ist es wichtig, Menschen nach ihrem Tun und nicht nach ihrer Herkunft zu beurteilen. Genau diesen Geist habe ich im neuen Grundsatzprogramm der CDU wiedergefunden. Ich habe Friedrich Merz kennengelernt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und wir waren uns schnell einig, dass wir das Grundsatzprogramm gemeinsam mit Leben füllen wollen. Wie das letztendlich aussehen wird und ob Melis Segmen auf die Forderung der Grünen eingeht, wird sich in naher Zukunft zeigen. Über die Änderung des Parteibuchs sprechen wir mit Thomas König, Politikwissenschaftler von der Uni Mannheim. Wie bewerten Sie das Vorgehen von Melis Segmen? Ja, es ist eine Seltenheit einerseits, dass ein Abgeordneter wechselt. Allerdings haben wir das freie Mandat und da ist der Abgeordnete nur dem Volk und keiner Wählergruppe und auch keiner Partei verpflichtet. Also insofern ist es eigentlich als ein Vorgang zu bewerten, der natürlich meiner Meinung nach zwei Ursachen hat. Das eine ist in der Wirtschaftspolitik zu suchen, nämlich dass Frau Segmen ja anerkannte Fachfrau ist.
Und es ja einen Streit innerhalb der Grünen gar nicht so sehr nur in der Ampelkoalition darüber gibt, ob man die Schuldenbremse jetzt beispielsweise für mehr Ausgaben, für mehr Konsumausgaben vor allem aufweichen soll oder ob man mehr Investitionen für Klimaschutz ausschließlich verantworten kann. Das ist sicherlich ein Punkt. Und dann ist der zweite Punkt, finde ich, sehr schade für die Grünen, weil auf der einen Seite Frau Segmann alle Werte vertritt, also Migrationshintergrund, Frau, im Kommunalbereich, Erfahrung gesammelt etc. Ja. Also ganz viele Punkte, die normalerweise nach außen getragen werden, als sehr wichtig für die Grüne Partei. Und mir scheint es so, dass das nicht immer nach innen gelebt wurde. Und deshalb Frau Segmann auch mehr oder weniger veranlasst hat, hier die Partei zu wechseln. Sie haben gerade schon gesagt, die Abgeordneten sind dem Volk verpflichtet. Bedeutet, wie wir es eben auch im Beitrag gehört haben, Frau Segmann ist jetzt nicht dazu verpflichtet, das Mandat abzugeben. Nein, also es ist ja eine Demokratie und wir haben das freie Mandat. Und hinzu kommt dann die Frage nach der Effektivität des Mandats. Und deswegen muss man sich normalerweise dann einer anderen Gruppierung anschließen, einer anderen Partei, um Zugang zu den Ausschusssitzungen zu haben, um entsprechende Unterstützung zu bekommen. Aber das freie Mandat verpflichtet einem nur gegenüber dem Volk. Wenn wir das Ganze mal bundespolitisch betrachten, CDU-Chef Merz hat die Grünen auch immer als Hauptgegner bezeichnet. Es stehen wichtige Landtagswahlen an. Ist das durchaus ein Coup, ein Erfolg jetzt für die Union? Das kann man sicherlich so sagen, weil es stünden ja auch noch andere Parteien im Raum, wohin die Frau Segmann hätte gehen können. Und man sieht eigentlich, wenn man die Parteien durchgeht, wahrscheinlich, wo die Gründe gelegen haben. Also SPD ist ja sehr nahe, auch an der Aufweichung der Schuldenbremse, also von daher keine Option. Und FDP ist vielleicht zu weit entfernt von Klimazielen, also von Klimapolitik. Also von daher blieb wahrscheinlich nur dann die CDU übrig. Und wenn das natürlich auch für andere, ich sag mal aus dem Realo-Lager der Grünen, die Gelegenheit ist, die Fronten zu wechseln, dann haben sich die Grünen hier keinen Gefallen getan. Wenn wir mal nach Mannheim schauen, welche Folgen hat das für die Quadratestadt, für die Grünen hier in Mannheim? Melis Segmann galt ja durchaus als Zugpferd. Jetzt haben die Grünen zuletzt bei der OB-Wahl, aber auch bei der Kommunalwahl alles andere als erfreulich abgeschnitten. Sprich, welche Folgen ergeben sich daraus? Also ich würde, aber das ist sehr schwierig, erstmal anraten, wirklich die Gründe aufzuarbeiten und nicht emotional zu reagieren, sondern sich wirklich zu fragen, selbstkritisch zu fragen, woran das gelegen haben kann. Das kann an den inhaltlichen Positionen arbeiten, aber auch am persönlichen Umgang gelegen haben. Und von daher sollte man erstmal innerhalb der Grünen Partei auch in Mannheim Zäsur machen, weil es ist die CDU in Mannheim jetzt auch nicht unbedingt unbescholten. Also von daher denke ich, war dieser Wechsel jetzt nicht, hat sich nicht von vornherein abgezeichnet. Also ein Parteiwechsel, der uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Herr König, für den Besuch und Ihre Expertise hier heute Abend. Dankeschön. Und es ist vor allen Dingen auch ein Wechsel, der hohe Wellen schlägt. In ruhigerem Fahrwasser ist dagegen das U-Boot U-17 unterwegs. Seit heute ist es in Speyer auf einem Schwimmkörper positioniert und befestigt. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Technikmuseum in Sinsheim. Johanna Schertl und Max Hartl berichten. Im Speyerer Auwald rollt der Koloss. Das U-Boot U-17, das seit Sonntagmittag auf dem Weg vom Speyerer Technikmuseum nach Sinsheim ist, hat die nächste Etappe gemeistert. Also die U-17, so ein U-Boot mit 50 Meter Länge, 9 Meter Höhe, dann, es war ja mal ursprünglich 500 Tonnen schwer, ist einfach eine geballte Ladung. Mittlerweile wiegt die U-17 nach Demilitarisierung und Ausbau der Batterie noch ungefähr 350 Tonnen und wurde nun auf einen Pendant gefahren. Von dieser Schwimmplattform aus wird das U-Boot dann weitergebracht. Sehr, sehr aufwendig. Es muss im Vorfeld auch sehr viel abgeklärt werden, dass es funktioniert, weil man hat einfach Dimensionen, die einfach zur Superlative gehören. Am Freitag soll dann der Transportfluss abwärts über den Rhein bis nach Mannheim beginnen. Dann geht es weiter über den Neckar. Ab dem 13. Juli wird die U-17 auf dem Landweg zum Technikmuseum Sinsheim weitertransportiert. Geplant ist, dass sie dort am 28. Juli ankommt. Wir werden es im Museum ausstellen, so dass die Besucher nachher rein können. Man kann von vorne nach hinten durchlaufen, kann sich alles anschauen, kann ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist als U-Boot-Fahrer. Man kann die Technik sehen. Ist unglaublich faszinierend, wenn man da mal drin ist. Doch bis es soweit ist, schaffen es viele Helfer, das U-Boot einen Schritt weiter auf seine Reise zu schicken. Wir sind ja auch ständig in Kontakt mit den U-Boot-Fahrern, mit den ehemaligen, auch vom VDFU-Verein, die uns jetzt auch hier wieder tatkräftig unterstützen. Und in dem U-Boot steckt so viel DNA,
glaube ich, von jedem einzelnen Kameraden. Einer dieser Kameraden ist Jürgen Weber, der auf seine Vergangenheit zurückblickt. Gehen wir zurück ins Jahr 1984. Da habe ich auf diesem Boot den praktischen Teil meines Kommandantendergangs gemacht, meinen ersten eigenständigen Übungstorpedo geschossen und ins Ziel gebracht. Aber das war nicht alles. 1988 wurde eine Mobilmachungsübung angeordnet und Weber wurde für 14 Tage Kommandant dieses U-Boots. Eine tolle Dienstzeit mit super Kameraden, mit netten Leuten. Ich selbst habe gute Kommandanten gehabt, von denen ich viel gelernt habe, habe immer eine tolle Crew gehabt. Selten mal, dass irgendwas menschlich nicht hingehauen hat. Und wenn man irgendwo Kooperation und Toleranz lernen kann, dann ist das auf einem U-Boot. Auch in Zukunft wird Jürgen Weber eng mit der U-17 verbunden sein. Denn wenn das U-Boot sein Endziel erreicht hat, wird der ehemalige Kommandant die U-17 pflegen und ihre Geschichte in Ehren halten. Jetzt blicken wir auf weitere Meldungen aus der Region und die haben Sarah Böke, Johanna Schertl und Tim Jahnfeld für Sie zusammengefasst. Weniger Beschränkungen. Seit Jahren sinkt die Quote der Studienangebote mit einem Numerus Clausus kontinuierlich, so das Zentrum für Hochschulentwicklung. Bundesweit gibt es im kommenden Wintersemester nur noch für ein Drittel aller Studiengänge eine Zugangsbeschränkung. Der Anteil wird bei 35,2% liegen, was 2,7 Punkte weniger sind als im Vorjahr. Unter anderem in Baden-Württemberg sind noch mehr als die Hälfte der Studienangebote zugangsbeschränkt. Hingegen hat in Rheinland-Pfalz nicht einmal jedes fünfte Studienangebot einen Numerus Clausus. Kita-Abgabe. Die katholische Kirche gibt die beiden Kindertagesstätten Maria Himmelskron und St. Raphael in Worms ab. Die Übergabe soll nahtlos erfolgen und habe daher keine Auswirkungen auf den Kita-Betrieb und die Angestellten, wie die Kirchenverantwortlichen betonten. Ein Grund für die Abgabe seien die sinkenden Einnahmen durch die Kirchensteuer. Ein neuer Träger stehe noch nicht fest. Die Übergabe könnte noch bis zu 1,5 Jahre dauern. Lärmschutz. Die Menschen in Baden-Württemberg sollen besser vor Verkehrslärm geschützt werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat heute dazu in Stuttgart einen Lärmaktionsplan vorgestellt. Dieser zeigt, wo Menschen besonders von Lärm betroffen sind und schlägt Maßnahmen zur Verringerung vor. Dazu gehören zum Beispiel spezielle Fahrbahnbelege und ein Tempolimit von 30 km/h in Städten. Auch Bürger konnten über ein spezielles Portal Vorschläge einreichen. Neue Stellen. Zur Beschleunigung von Asylverfahren hat das baden-württembergische Ministerium der Justiz und für Migration Asylkammern an Verwaltungsgerichten eingerichtet. In Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Sigmaringen werden spezielle Asylkammern für bestimmte Herkunftsländer geschaffen. Ein Kompetenz- und Innovationszentrum für Asylfragen wird beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingerichtet, wodurch 27 neue Stellen entstehen. Zum Sport. Christian Baumgärtner ist aus gesundheitlichen Gründen als erster Vorsitzender der TSG Hoffenheim zurückgetreten. Das hat der Club heute mitgeteilt. Erst vor 3 Wochen ist Baumgärtner im Amt auf der TSG-Mitgliederversammlung bestätigt worden. Übergangsweise wird Simone Engelhardt die Geschicke des Vereins leiten. Baumgärtner war insgesamt 23 Jahre Vorstandsmitglied der TSG Hoffenheim. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es gleich bei uns weiter mit mehr Sport. Wir schauen in die 3. Liga. Beim SV Sandhausen rollt der Ball wieder und da gibt es viele neue Gesichter. Bis gleich nach der Werbung. Willkommen zurück bei Ron. Die Sommerpause ist vorbei. Die Fußball-Drittligisten haben das Training wieder aufgenommen. Denn genau heute in einem Monat beginnt die neue Saison, also am 2. August. Und die neue Spielzeit soll für den SV Sandhausen besser werden als die abgelaufene. Und deshalb hat der Verein im Sommer auch so einiges umgekrempelt. Neuer Trainer, neuer Co-Trainer und auch neue Spieler. Bastian Haug und Pascal Förster über neue alte Gesichter beim SV Sandhausen. Schretoristic, Trainer. Dennis Diekmeier, Co-Trainer, beide bekannte Gesichter beim SV Sandhausen. Sie waren bereits als Spieler hier aktiv, jetzt starten sie als Trainerteam durch. Gerade Ex-Kapitän Dennis Diekmeier stand vor wenigen Wochen noch selbst auf dem Platz und soll Ristic unterstützen. Das ist auch nicht jetzt irgendwie entstanden und ich muss das akzeptieren, sondern das waren auch Bestand diese Gespräche, die ich mit dem Präsidium bzw. Matthias Simov geführt, dass ich dann auch gesagt habe, ja, dieser Mann kann mir helfen.
Ristić selbst war von 2008 bis 2011 als Spieler am Hartwald aktiv, bevor er dort seine Karriere als Fußballer beendet. Insgesamt 73 Spiele absolvierte der 48-Jährige im Dress der Schwarz-Weißen und traf in der Position des Mittelstürmers sowohl in der dritten Liga als auch im DFB-Pokal. Vergessen hat er den SVS in den vergangenen Jahren jedenfalls nicht. Wenn ich fußballfrei war, habe ich immer wieder mal hier einen Weg gesucht, um Spiele anzuschauen, zweite Liga, aber auch jetzt zuletzt Drittligaspiele angeschaut, sodass es wirklich alles vertraut ist und ja, schon so, ich komme nach Hause wieder. Zuletzt war er als Trainer beim Halleschen FC aktiv, wo er in seiner ersten Saison 2023 als letzte Rettung den Klassenerhalt feiern konnte. In der vergangenen Saison gelang das jedoch nicht. Der Abstieg steht am Ende der Saison fest. Schon davor muss Ristić das Feld räumen. Jetzt übernimmt er die Jungs vom Hartwald. SVS-Neuzugang Dominik Baumann kennt ihn gut, hat schon in Halle unter ihm gespielt. Gerade dann, wo der Trainer bekannt gegeben wurde, weiß ich natürlich, was er spielt. Dann natürlich die Mannschaft, die enorme Qualität hat. Dafür müssen wir die Qualität dann auf dem Platz zeigen und dann sind wir mal gespannt, für was wir in der Lage sind zu leisten. Die Sandhäuser hatten in der vergangenen Saison das Ziel Wiederaufstieg klar ausgerufen, jedoch deutlich verfehlt. Unter Ex-Trainer Jens Keller schaffen sie nur Platz 8 in der Tabelle, schaffen nicht mal die zuletzt angepeilte Relegation und spielen daher eine weitere Saison in Liga 3. Auch Alexander Fuchs spielt ein weiteres Jahr in der dritten Liga. Der 27-Jährige hat bereits im März seinen Vertrag verlängert und weiß, worauf es ankommt. Ja, es gilt einfach für uns, eine gewisse Konstanz reinzubringen, Spaß am Fußball zu haben, aber auch gut zu arbeiten und dann vor allem auch in Partien gegen Gegner, die vermeintlich eher weiter hinten stehen, dass wir dort halt auch unsere Punkte holen. Und es wird wichtig sein, dass wir eben einfach die Vorbereitung nutzen, um als Team zusammenzurücken. Ich glaube, wir haben auch ein paar neue Jungs, neues Trainerteam. Lass uns alle schnell kennenlernen, den gemeinsamen Plan vom Trainerteam umsetzen und dann erfolgreich spielen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. In genau einem Monat startet die dritte Liga wieder. Die Vorbereitung für Sreto Ristić daher eher kurz. Optimistisch bleibt er aber trotzdem. Bis jetzt durfte ich nicht großartig auf dem Platz sein, aber auch Feedback von meinem Co-Trainer ist so, dass es wirklich sehr engagiert, willig und das ist auch das Wichtigste erstmal. Spaß am Fußball haben und zurück in die Spur finden lautet die Devise. Auch wenn das Wort Wiederaufstieg erstmal keiner mehr in den Mund nimmt. Aber über die genaue Zielsetzung, weitere Veränderungen im Kader und den neuen Trainer hat mein Kollege Bastian Haug mit dem Sportdirektor des SV Sandhausen gesprochen. Der SV Sandhausen möchte eine stabilere Saison spielen als noch in der Vorsaison. Platz 8 soll getoppt werden. Helfen soll ein Umbruch in der Mannschaft und den verantwortet der Sportdirektor Matthias Imhoff. Imhoff, wie intensiv waren die letzten Wochen für Sie arbeitstechnisch? Sehr intensiv. Ja, wir haben ja relativ früh schon angefangen, nachdem klar war, dass wir nicht mehr um den Aufstieg mitspielen. Da haben wir schon relativ früh damit gestartet, den Kader neu zu planen, um gewisse Stellschrauben noch zu drehen, damit wir in der neuen Saison besser als Platz 8 sind. Können Sie das auch in Zahlen äußern? Wohin will man denn vom Aufstieg? Möchten Sie in dieser Saison nicht sprechen? Nein, also wie gesagt, wir haben einen Zweijahresplan einfach, ja, dass wir dann versuchen würden, wenn in der Saison 25/26 dann richtig um den Aufstieg mitzuspielen. Natürlich wollen wir so lange wie möglich vorne dran dabei bleiben. Ja. Und was in der Liga möglich ist, das hat man letztes Jahr gesehen. Alles. Es gibt schon eine Menge Neuzugänge bei Ihnen auf dem Papier. Da waren Sie schon ganz schön fleißig und auch sehr früh dran. Aber Sie sind noch nicht fertig. Nein, also wir waren früh dran, weil wir genau wussten, was wir wollten. Und das waren unsere Wunschspieler. Und da sind wir auch sehr froh, dass sie sich alle für uns entschieden haben. Wir werden noch 2, 3 Positionen neu besetzen. Und wir werden auch noch 5 bis 6 Abgänge haben. Sreto Ristić ist jetzt der dritte Trainer in Ihrer Amtszeit. Warum ist er jetzt der Richtige? Das wäre, glaube ich, auch gut für mich, wenn es der Richtige wäre. Wir waren mit Sreto zusammengesessen, ja, und hat uns komplett überzeugt. Ich glaube auch, dass er dieses Feuer entfachen kann in der Mannschaft. Ich glaube, von seiner Art her, die Mannschaft wird ihm komplett folgen. Und er wird eine Mannschaft auf den Platz bringen, die 90 Minuten Vollgas gibt. Und wenn wir dann mal ein Spiel verlieren, dann ist es so. Aber ich glaube, dass wir immer vom Platz runtergehen und sagen können, wir haben alles gegeben. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Es wäre auch nicht ganz unwichtig für Sie, wenn der Trainer funktioniert, wenn das Team in dieser Saison funktioniert. Wie wichtig ist denn der Erfolg und wie hängt er auch mit Ihrer Personalie jetzt zusammen in der Saison? Mit meiner Person, das liegt ja nicht an mir, Gottes Willen. Also wie gesagt, das liegt am Präsidenten dann. Aber wie gesagt, ich habe einen sehr guten Austausch mit Jürgen und deswegen, wir sind da im Austausch und wir glauben alle fest daran, dass es gut wird. Und wenn es nicht klappt, einer muss da den Kopf dafür hinhalten. Den Kopf hinhalten werden am Freitag auch die Deutschen. Letzte Frage, da geht es gegen Spanien. Wie schwer müssen wir den Kopf hinhalten und kann das denn gut gehen bei der EM am Freitag?
Also es kann gut gehen, bin ich definitiv davon überzeugt, dass wir natürlich, dass die zwei besten Mannschaften im Viertelfinale gegeneinander spielen, ist schon natürlich doof, weil es, glaube ich, ein super Endspiel gewonnen. Aber wir spielen zu Hause, glaube ich, Stuttgart ist es, glaube ich, sogar. Ja. Und von dem her, wenn wir einen guten Tag erwischen, dann ist schon alles möglich. Herr Imhoff, vielen Dank. Gerne. Nach dem Sport ist dann also Duschen angesagt, aber speziell Haare waschen ist ja ein Ding, was Frauen und Männer unterscheidet. Also ich mache das beispielsweise jeden Tag. Bei Frauen soll es ja den genauen Haarwaschtag geben. Doch was ist, wenn dieser nicht auf dem Plan steht und die Haare trotzdem fettig sind? Wir haben mal den Haartest gemacht. Jeden Morgen stellt sich Shelly Michalski dieselbe Frage. Haare waschen oder nicht, denn? Mein Haarproblem ist tatsächlich, dass meine Haare ultraschnell fetten. Deshalb kommen Shampoo und Conditioner bei der 36-Jährigen fast täglich zum Einsatz. Doch damit soll jetzt endlich Schluss sein. Für uns macht die Zweifachmama den Härtetest. Eine Woche ausfetten, eine Woche rauszögern. Bevor wir starten, geht's für Mama Shelly zur Dermatologin. Dr. Dorothea Sadlow weiß, wie fettige Haare überhaupt entstehen. Wir haben an unseren Haarfollikeln Talgdrüsen. In diesen Talgdrüsen befinden sich Talgzellen, die Talg produzieren, und wenn dieser dann an den Haaren sichtbarer wird, also sich immer weiter ablagert, dann haben wir eben diese sogenannten fettigen Haare. Genau damit hat auch Shelly zu kämpfen. Mit einem Spezialgerät nimmt die Expertin ihre Kopfhaut genau unter die Lupe. Ein bisschen trocken wirkt sie. Und das liegt vermutlich am häufigen Haarewaschen. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, wird Shelly ihre Haare jetzt erstmal ausfetten lassen, also gar nicht waschen. Aber kann das funktionieren? Per Videotagebuch nimmt sie uns mit in ihren Alltag. Und schon am dritten Tag fühlt sich die 36-Jährige mit ungewaschenen Haaren maximal unwohl. Während Shelly mit fettigem Ansatz ausharrt, probiert unsere Reporterin Janina vier Methoden aus, die angeblich sofort gegen fettige Haare helfen sollen. Los geht's mit transparentem Fixierpuder. Man soll das Ganze einfach auf den Haaransatz verteilen. Und dann soll es angeblich den Talg rausziehen. Auf die andere Seite kommt dann Soforthilfe Nummer 2, Babypuder. Das Babypuder geht gerne mal in alle Richtungen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber vom Effekt her sind beide gleich. Für Methode Nummer 3 löst Janina einen Esslöffel Salz in 250 Milliliter heißem Wasser auf und sprüht die Mischung auf den Haaransatz. Dann trocknen lassen. Okay, jetzt ist genau das passiert, was ich vermutet habe bei diesem Salzspray hier. Ich habe nämlich so ganz fiese Schuppen. Es sind wahrscheinlich keine Schuppen, es ist einfach nur das Salz. Außerdem fehlt hier das frische Gefühl, ob Speisestärke besser funktioniert. Auch wenn ich es ein bisschen grauschleierig finde hier oben, der Effekt ist okay. Janinas Favorit bleibt aber das transparente Fixierpuder. Zurück zu Shelly. Nach genau 7 Tagen darf sie endlich wieder Haare waschen. Die Zweifachmama ist erleichtert. Es ist echt, wie Weihnachten und Geburtstag zusammen gewesen. Nach dem Ausfetten versucht sie nun in Woche 2 des Experiments, das Haarewaschen so lange es geht rauszuzögern und mindestens bis zum dritten Tag zu warten. Nach insgesamt 14 Tagen treffen wir sie dann wieder bei Dr. Sadlow zum großen Finale. Also die Kopfhaut sieht man immer noch, ist ein bisschen trocken und schuppt, hat sich da jetzt nicht irgendwie verbessert. Und von den Haaren her würde ich es ähnlich sehen. Zumindest auf den Bildern hat sich nicht viel verändert, aber... Jetzt habe ich ja gestern meine Haare gewaschen und heute ist ja quasi dann Tag 2. Und jetzt bin ich halt mega zufrieden mit den Haaren. Immerhin, einen Tag länger kann die 36-Jährige jetzt ohne Haare waschen auskommen. Und das ist für sie schon ein großer Erfolg. Für den einen oder anderen ist das Wetter ja momentan zum Haare raufen. Ob Besserung in Sicht ist, hier kommen die Aussichten. Heute Nacht fällt zunächst noch Regen, später bleibt es trocken mit ein paar Auflockerungen. Die Tiefstwerte liegen wieder bei 12 bis 14 Grad. Der Mittwoch beginnt mit örtlichen Schauern, meist ist es noch trocken. Die Sonne kommt aber nur selten länger zum Vorschein. Nachmittags fällt häufiger mal Regen, örtlich kann auch Blitz und Donner mit dabei sein. Die Temperaturen erreichen verbreitet 17 bis stellenweise 19 Grad.
Der Donnerstag verläuft leicht wechselhaft, der Wind frischt spürbar auf, die Temperaturen steigen wieder etwas an. Der Freitag wird freundlich, warm und trocken. Am Wochenende drohen erneut Schauer und Gewitter. Jetzt haben wir noch was für alle Rockfans unter Ihnen, denn AC/DC ist momentan auf großer Europa-Tournee. Sie kommen auch zu uns in die Region, Lydia, und Sie können mit dabei sein. Ganz genau, einfach bei uns auf Facebook vorbeischauen, da verlosen wir nämlich 2 Tickets für das Konzert in Hockenheim. Ist dann in knapp 2 Wochen am 13. Juli, also gerne mitmachen und dann treffen Sie vielleicht auch die Lydia, denn du bist auch vor Ort. Ich bin auch vor Ort mit meinem Vater. Also dann euch viel Spaß dabei. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen, einen schönen Abend und freuen uns, wenn Sie dann morgen wieder mit dabei sind und nicht vergessen, auf Facebook vorbeischauen und mitmachen, um die Tickets zu gewinnen. Viel Erfolg und bis morgen. Tschüss.